Ute, mein Webdesigner hat gesagt, damit ich die gleichen Farben nutzen kann in Word, ich soll irgend so eine komische Zahl als Farben nutzen. Irgendwas mit Gartenzaun 1a und so weiter. Kann ich nicht wirklich was damit anfangen? Was hat's denn damit auf sich? Das ist ein sogenannter Hexwert. Das verwenden Webdesigner sehr gerne, weil sie es in der Form in HTML eingeben müssen. Mach doch mal dein Word-Dokument auf. Ah, da hast du es ja auch schon reingeschrieben. Kopier doch mal bitte die Farbnummer. Okay, habe ich gemacht. Markier den ganzen Titel. Gerne. Jetzt gehst du in die Farbe für Schrift rein Habe ich. und auf weitere Farben, Okay. auf Benutzer definiert. Ja. Und da ist seit einigen Monaten in Office 365 nicht nur die RGB-Farbe, sondern unten die Hexfarbe auch. Und da kopierst du deine Nummer mal rein und sagst okay. Ich sehe schon, jetzt hat er mir hier, so wie ich es gewohnt bin, die RGB-Werte umgewandelt und jetzt ist es mein Richtig. richtiger Blauton. Eigentlich ist die Hexfarbe nur eine andere Art und Weise, die RGB-Farbe darzustellen. Und was mache ich, wenn ich das unter 2016 oder 19 machen möchte oder sonst einer anderen Version? Dann öffnest du Excel. Die Datei hast du mir gegeben, jawohl. Richtig. Und du siehst, dass der Hexwert aus 6 Ziffern besteht. Ja. Die ersten 2 für Rot, die zweiten 2 für Grün und die letzten für Blau. Und dann gibt es in Excel die Funktion Hexindiz, mit der du jeweils dann 2 Ziffern in den entsprechenden RGB-Wert umrechnen kannst. Und du könntest in der älteren Version jetzt 26, 67, 146 als RGB-Wert eintragen. Fantastisch, das ist gar nicht so schwer. Ja, Nö. herzlichen Dank für deine Unterstützung, Ute. Bitte gerne.